Modisch gesehen wird's bei den Royals ja wirklich nie langweilig. Bei jedem Auftritt zeigen sie stylische Highlights, angefangen bei tollen Kleidern bis hin zu eleganten Frisuren und Fashion-Statements. Ja, hier gibt's wirklich immer was zum Staunen, so auch an diesem Tag bei Königin Mathilde. Am Morgen findet im belgischen Königspalast in Brüssel der Neujahrsempfang statt. Zu diesem Anlass hüllt sich die 47-Jährige in ein wahrlich göttliches Outfit, denn sie erscheint in einem eleganten weißen Kleid. Das Dress besticht durch seinen stilvollen und gleichzeitig raffinierten Schnitt. Ja, König Philippes Frau ist wirklich schön anzuschauen. Mit dem Besuch des Pre-Openings der Ausstellung Van Eyck, eine optische Revolution im Museum der schönen Künste in Gent, steht für Mathilde und Philippe an diesem Tag noch ein weiterer Termin auf dem Programm. Bei der Kunstausstellung überrascht uns Mathilde dann in einem goldgemusterten Kleid, das mit schwarzen Aufnähern und Applikationen versehen ist. Zu ihrem Look kombiniert die Ehefrau von König Philipp farblich passende Pumps. Die sehen zwar wirklich toll aus, scheinen aber nicht ganz perfekt zu sitzen. Schaut man genauer hin, ist zu erkennen, dass die royalen Füße in den Schuhen etwas zu weit nach vorne rutschen und so über den Zehen ein wenig gestaucht sind. Autsch! Dieses Problem kennt jedoch jede Frau, wodurch die ein oder andere Dame sicher sehr gut mit Mathildes Fußproblem mitfühlen kann. Doch natürlich lässt sich die belgische Königin davon nichts anmerken und agiert ganz der Profi, als würde nichts zwicken oder drücken. Modisch ein wahrlich bewundernswerter Tag, ganz besonders Mathildes Traum in Weiß. Man könnte fast meinen, die Royal Lady legt hier ein schickes, modisches Ablenkungsmanöver hin. Denn auch an Belgien geht der ein oder andere Skandal leider nicht vorbei. Erst kürzlich bestätigt ein DNA-Test, dass Ex-König Albert II. Eine uneheliche Tochter hat. Künstlerin Delphine Boel. Jahrelang hat der ehemalige Monarch seine Affären bestritten. Nun kann er diese nicht mehr von der Hand weisen. Es sind Mathilde und Philippes erste Auftritte nach dem Eingeständnis des Ex-Königs. Ob nun die 47-Jährige mit ihrem umwerfenden Look von den Schlagzeilen um ihren Schwiegervater ablenken wollte oder nicht, mit ihrem Göttinnen-Outfit bleibt sie uns definitiv in positiver Erinnerung.